Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Wiesner und neben mir sitzt meine Frau Christina. Hallo. Und Thema ist heute Tierfotografie, Fotokritik. Wir haben aufgerufen und ihr habt uns 500 E-Mails geschickt. Wir sind die durchgegangen und haben ein paar Bilder rausgesucht. Dabei haben wir nicht versucht, die besten oder schlechtesten oder sowas zu finden, sondern ich habe versucht, ein paar Bilder rauszusuchen, die sinnvoll sind im Sinne von typische Sachen, die viele gemacht haben, egal ob positiv oder negativ, oder wo ich das Gefühl habe, da kann ich Sachen gut erklären, sodass alle ein bisschen was davon haben. Also keinerlei Wertung oder sowas. Christina, lass uns mal anfangen mit, wir haben natürlich sind sehr hundelastig, Tiere, katzenlastig natürlich, aber ich habe mich bemüht, nicht nur Haustiere zu nehmen. Nichtsdestotrotz, lass uns nochmal mit Hunden anfangen, weil wir sowas haben. Und zwar haben wir zum Beispiel hier den kleinen süßen, weißt du, was das ist? Oh, wahrscheinlich irgendein Mischling. Mischling, okay. Mhm. Tobias hat das gemacht. Nennt das Foto Dream Team. Ja, ich finde das niedlich. Ja, ist niedlich. Ich finde ein bisschen schade, dass die Foto vorne abgeschnitten ist, ja, aber die Geste ist total süß. Ne? So dieses quasi, wir sind ein Team und so. Und er ist runtergegangen auf Augenhöhe. Genau. Ich finde, das passt ganz gut. Genau. Und der Hund guckt ja offensichtlich, der guckt nicht in die Kamera, muss aber auch nicht, sondern er guckt offensichtlich die Person an, die da die Hand hinreicht. Und also die gucken sich in die Augen, das sehe ich, obwohl ich nur ein paar Augen sehe. Finde ich schön gesetzt, schön umgesetzt. Einfach die eine Foto, wie du sagst. Sonst ist es sehr schön umgesetzt. Zum Vergleich dazu haben wir hier das Foto von Natascha. Und zwar hat sie sich inspirieren lassen von einem Foto, was ich letztes Jahr gemacht habe von mir und meiner Tochter, wo sie auch so ihre Hand in meine Hand legt. Und da war sie gerade frisch geboren quasi. Auch so im Sinne von, wir sind ein Team. Das wäre jetzt so eine andere Lösung halt mit dem Blitz. Bisschen schwarzer Hintergrund, sehr, sehr neutral halt, aber auch sehr emotional, finde ich. Mhm. Also finde ich, ist eine ganz, ganz andere Art von Foto, ne? Dadurch, dass es geblitzt ist und so, aber gefällt mir sehr gut. So eine Erinnerung möchte man noch haben von seinem Hund. Mhm. Ich packe die beiden mal nochmal nebeneinander. Also die Idee ist quasi dieselbe Idee, aber völlig verschieden gelöst, aber bei beiden total stimmig und total gut. Mhm. Also sowohl Natascha als auch der Tobias sehr schön umgesetzt. Das vielleicht als Inspiration für euch. Kann man das mit der Katze machen? Also es gibt manche Katzen, die auch die Pfote geben, aber das sind nicht so viele. Also, neue Challenge. Wenn du eine Katze hast, bring ihr das bei. Aber jeweils mit dem Hund oder wie auch immer. Hund, was können wir noch nehmen? Das sind also die Haustiere. Ein Pferd, geht das schlecht? Nee. Nee. Wie soll das gehen? Nee, wie soll das gehen? Also, ich kenne mich da nicht so aus. Also, beide sehr, sehr schön gelöst. Und ganz wichtig, bei beiden gehe ich jetzt nicht auf irgendwie Technik ein, weil es spielt gar keine Rolle, mit welcher Kamera. Das kannst du mit dem Handy machen. Es spielt gar keine Rolle. Es sieht immer gut aus. Da kommst du nicht auf irgendwie Equipment ran oder sowas. Wenn du wissen willst, wie du das mit dem Blitz machst, schau bei mir im Kanal, ungefähr 2 Jahre her das Bild. Da ging es darum, Babyfotografie mit Blitz oder irgendwie sowas. Ich verlinke das Video und da kannst du sehen, wie man das macht. Mensch- oder Hundefoto spielt natürlich gar keine Rolle in dem Fall. So, dann habe ich hier noch, was haben wir noch mit Hunden? Nehmen wir doch mal das hier, was sagst du denn zu sowas? Ah, also ist mal ganz was anderes. Zum einen mit diesem grellen Hintergrund und dann ist er natürlich ganz weit runtergegangen, damit der Hund sehr groß aussieht. Mhm. Und ich finde das noch niedlich, dass diese Brille so über ihm ist. Also irgendwie finde ich, ist das interessant, nicht schlecht gemacht. Du hast halt ziemlich für eine Verzerrung, ne? Aber das ist ja gewollt. Das ist gewollt, das in dem Fall, Absicht. Genau. Ja. Ja, eben die Natascha hat das gemacht und sie hat dazu geschrieben, sie hat das mit einem Blitz gemacht natürlich, das sieht man ja auch. Und sie hat kein Klappdisplay, das heißt, sie hat scheinbar blind gearbeitet und hat viele Versuche gebraucht, bis ein Treffer dabei war, weil sie kein Klappdisplay hat und nicht sehen konnte, was sie da gemacht hat. Sie hat die Canon 5D Mark IV. Also Klappdisplay hilft bei sowas. Der Trick dabei ist, der Hund wirkt sehr, sehr groß. Was ist das? Ist kein Rudimier. Wahrscheinlich ein Ridgeback. Vielleicht ein Ridgeback-Mischling. Ja. Also der Hund sieht riesig aus. Durch diese tiefe Perspektive, wenn sie von oben runter fotografiert hätte, würde der viel kleiner aussehen. Das muss man natürlich nicht machen, aber häufig sieht das gut aus. Bei kleinen Kindern genauso wie bei Tieren. Vielleicht so als Praxis noch. Mich hat das ein bisschen irritiert, dass der Hintergrund so peppig, farbig ist und auch nicht richtig Autofokus oder irgendwie, ist nicht ganz im Fokus, aber kein drauf, weil sie Blende 14 genommen hat. Sie hat gesagt Blende 14, weil sie eben nicht fokussieren konnte, weil sie nichts sehen konnte. Aber dadurch kann ich den ganzen Text hinten lesen. Und ich habe den Text hinten gelesen und nicht verstanden, ob das einen Zusammenhang mit dem Foto hat. Das heißt, ich bin ziemlich irritiert, ich bin ziemlich abgelenkt eigentlich. Du nicht? Nee. Ich finde das cool. Okay. Und ich glaube, das hat sie ja extra ausgesucht, diese Graffitis. Ja, also die Brille hat sie mit Sicherheit extra ausgenau. Okay, also mein Tipp wäre, Kamera mit Klappdisplay ausleihen und ein bisschen offenländiger arbeiten, dann wären die Farben immer noch da und der Text würde mich nicht stören. Andererseits, wenn du sagst, der Text ist cool,
Dann ist das persönliche Präferenz, Natascha. Mhm. Gratulation. Tolles Bild. Auf jeden Fall tolles Bild. Also wirklich ein Eyecatcher zwischen den ganzen Bildern, die wir dabei hatten. Dann Hund nochmal. Hier sind zwei, die man so ein bisschen nebeneinander parken kann. Das eine ist zwar ein Wolf, kein Hund. Aber um das mal nebeneinander zu parken, was hier sofort auffällt, ist das Licht. Ne? Der Wolf ist quasi unsichtbar, weil der im Schatten liegt und pennt. Mhm. Da ist der Zaun, irgendwie ein Zoo oder Tierpark oder sowas. Während der Hund, der ist gut beleuchtet. Das wäre so mein Tipp. Pack die Tiere ins Licht und nicht in Schatten. Also der Wolf, da halt, wahrscheinlich hast du keine Lust gehabt zu warten, aber warten. Wenn du gewartet hast, bis da das Licht hinfällt, wäre das sehr viel schöneres Bild. Das wollte ich noch sagen. Da bei dem, das, ja, da finde ich auch schön, dass man der Blick folgt zu dem Weg, ne, vom Hund aus in den Hintergrund. Das genau, finde ich sehr schön. Genau. Genau, sehr schön, genau. Wenn ich das mal wegnehme, wenn ich das mal zuschneide und da den Weg am Rand, wenn ich den wegnehmen würde, dann wäre es der Hund, der guckt ein bisschen ins Nichts und man weiß nicht wohin. Dadurch, dass er links platziert ist und man was zu sehen hat, auch wenn man den Weg nicht erkennt oder sowas, aber das Auge geht da automatisch hin und man überlegt so ein bisschen, wo gucken der wohl hin, das ist dadurch interessant und so. Also gut gelöst, auf jeden Fall. Sehr schönes Bild. Farblich gleich noch ganz kurz, auch das Herbstwald passt auch gut. Also wenn das jetzt total knallig bunt grün wäre, würde der Hund ein bisschen untergehen. Dadurch, dass du die Wahl gemacht hast jetzt mit Herbstlaub, finde ich, ist eine gute Wahl. Das kommt auf jeden Fall gut rüber in dem Fall. Sehr gut. So, wir bleiben mal noch bei den Hunden. Dann haben wir hier zum Beispiel einen ganz schönen Hund. Oh. Sehr schönes Bild. Sehr schönes Bild. Was ist das, auch ein Ritschberg? Nee, ein Wischler, würde ich sagen. Okay. Steht nicht dabei. Der Moritz hat das gemacht von seinem Nachbarhund. Sehr schön. Also sehr schön. Warum ist das so schön? Was sagst du? Also ich finde, man hat so eine Beobachterperspektive, als würde man den Hund also aus dem Dickicht heimlich beobachten. Mhm. Dadurch, dass das Gras im Vordergrund so unscharf ist und so, finde ich sehr schön. Das ist sehr stimmungsvoll. Ja, auf jeden Fall. Der Trick dabei ist, das ist ein 70-200, deswegen arbeite ich so gerne mit 70-200 draußen, auch für, egal ob Mensch oder Tier. Kompressionseffekt auf 200 mm, dadurch entsteht das. Der Hintergrund sieht dichter dran, als er ist, auch der Vordergrund sieht dichter dran, als er ist. Und alles, was unscharf ist, sieht so ein bisschen schwammig hier aus. Das passt total gut, auch das, die ganzen Bokeh-Lichter im Hintergrund stören nicht. Auch weil es leicht und sättig ist, Farben stimmen dadurch sehr stimmig. Also ein ganz tolles Bild, auch so ein richtiger Eyecatcher in der Menge, wo wir gesagt haben, oh wow, gefällt mir sehr gut. Könnte man was besser machen? Nö, würde ich genauso machen. Nee, finde ich super. Auch, dass der Hund mich nicht anguckt, stört überhaupt gar nicht, sondern der guckt halt irgendwo, ja nicht irritiert hin, auch nicht böswillig, sondern aufmerksam und sieht dadurch betont, finde ich, der sieht auch sehr muskulös aus. Wie so eine Pferdebrust fast, ne? Weil man sieht so die Strukturen hier von den Muskeln und so. Gefällt mir sehr gut. Also schönes Tier und schönes Foto. So, was haben wir noch an Hunden? Draußen, warte, das wollte ich noch zeigen. Genau, das wollte ich zeigen dazu. Und auch das ist ein Labrador. Labrador, ja. Ein bisschen älter schon, glaube ich. Willst du was sagen? Also, was mir auf Anhieb gefällt, ist, dass er das Licht im Gesicht hat. Ne? Und der Körper ist im Schatten, aber so der Blick von dem Hund, der fängt einen direkt ein. Und außerdem wandert der Blick so am Hund entlang, so ein bisschen in die Tiefe, dadurch, dass da diese Schneise ist. Gefällt mir sehr gut. Finde ich schön. Ja, also schön getroffen. Wenn der gleiche Labrador ein Stück zur Seite gerutscht und Schatten, Gesicht wäre im Schatten, dann wäre der ja fast unsichtbar. Also das ist ganz wichtig, finde ich. Das Gesicht, ich darf das Gesicht nicht sagen, Schädel. Wie sagt man Gesicht beim Hund? Wie sagt doch Gesicht. Kriege ich immer böse Kommentare. Wieso? Weiß ich nicht, weil Leute sich darüber lustig machen, dass ich Gesicht sage. Aber nö. Ist okay? Ist okay. Okay, ist okay. ernsthaft, solche Kommentare kriege ich. Also jedenfalls der Schädel im Licht. Ich habe den ausgewählt deswegen, weil, pass mal auf, geht noch ein bisschen dichter. Der Hund ist halt viel größer und drumherum, der Wald war jetzt ja nicht interessant im Sinne von, du willst irgendwas Besonderes zeigen. Wenn du dichter rangehst, das ist jetzt mit 70 mm, einfach einen Tick dichter rangehen, formatfüllend arbeiten. Wenn du meinen aktuellen Podcast gehört hast mit dem Lukas, dem Sportfotografen, der erklärt hat, warum er formatfüllend arbeitet, und das macht total Sinn. Also sonst meinen Podcast nochmal reinhören. Ich finde, wirkt viel mehr, wenn ich es noch jetzt ein bisschen intensiver mache, vielleicht noch so.
Ja, fast, das ist fast ja, zu eng. Ja, das finde ich zu viel. Zu eng, ne, genau. Weil ja der Weg hier und diese Schneise, die sind ja auch ein Element von dem Bild. Genau. Aber ein bisschen, also ich würde deutlich zuschneiden, vielleicht so ungefähr. Mm. Und deswegen habe ich die ausgewählt, nochmal nebeneinander. Ganz, ganz anderer Look. Das linke Bild ist halt eben dieser 200mm Look. Und das ist halt nur der 70mm Look. Ist nicht das Gleiche. Und ohne das zu bewerten, aber persönlich mag ich den 200er. Ist doch eine Bewertung, ne? Den 200er Look halt schon viel, viel mehr, weil der Blick viel mehr fokussiert ist da drauf. Es sei denn, du willst die Landschaft zeigen. Dann ist 70 oder 20 natürlich viel passender. Also hat beides seine Daseinsberechtigung. Aber man sieht den Unterschied hier sehr schön. Mhm. Dann draußen Hunde, irgendwas war da noch. Dann haben wir noch den Bild, genau. Den finde ich schön. Ja. Boah, guck mal. Das ist doch nicht mal geblitzt, oder? Das ist unter Straßenlaterne wahrscheinlich, ne? Ja, ist unter Straßenlaterne, hat er gesagt, genau. Und da siehst du jede einzelne Schneeflocke, finde ich total schön. Du siehst auch den Schnee auf dem Hund. Ja, ich kann reinzoomen. Ja, ich kann sogar reinzoomen, ja. Ja, guck mal. Ja. Genau. Finde ich sehr schön. Mhm. Ist mal so was ganz anderes. Und da ist auch dieses Graffiti, aber nicht farblich so dominant. Und das passt total gut. Also ist ein sehr schönes Foto, finde ich. Ist mal ganz was anderes, sehr kreativ. Mhm. Nicht so das Standardbild. Ne? Ja, finde ich auch sehr schön. Ja. Wenn das jetzt nicht Graffiti wäre, sondern einfach grauer Beton, würde ich den weniger machen. Weil dann wäre es einfach so ein grauer Block mit einem halben Bild. Aber so dadurch, dass die Graffiti da ist, gibt dem Ganzen noch ein bisschen Farbtouch und so. Gefällt mir sehr gut. Mhm. Er ist jetzt auf ISO 4000, damit er eine 250stel nehmen kann. Dadurch ist der Hund nicht verwackelt. Der hält zwar still, aber der bewegt sich ja trotzdem. Das wäre so eine ganz wichtige Lektion bei Tieren. 250, kürzere Verschlusszeit, kürzer ist besser. 250stel sollte man eigentlich schon haben, selbst wenn die still sitzen, weil sie selten still sitzen. Und dann ist ISO unwichtig, dass das ein bisschen rauscht, spielt auch gar keine Rolle. Schöne Stimmung. Und dadurch sehe ich die Schneeflocken auch recht gut. Mhm. So, das waren so die Draußenfotos. Der eine haben wir noch hier mit den beiden. Da vielleicht noch ein kleiner, einfach mehr technischer Punkt. Also ein Schmunzelbild, ne? Gerade weil der Kleine, der sieht einfach super attraktiv aus, glaube ich. Ich kann es nicht richtig sehen, weil er unscharf ist. So, Lukas. Das als Tipp. Du bist auf 50mm, Blende 1.8. Blende 1.8, das Objektiv ist unscharf auf Blende 1.8. Und du hast zu wenig Schärfentiefe, dadurch ist der Hund nicht im Fokus. Wenn du da auf 2.8 gegangen wärst oder 4, dann wäre das Bild schärfer und der zweite Hund wäre drinnen. Das so als Tipp. Probier das mal aus. Gerade wenn die müssten genauso. Das Problem ist jetzt hier bei uns zum Beispiel. Wir sind auf einer Höhe. Der Fokus ist auf Christina natürlich, weil sie die Hauptperson ist hier. Wenn ich mich zurückgehe, bin ich auch ein bisschen out of focus. Oder wenn ich nahe rankomme, bin ich halt ein bisschen out of focus. Wenn ich die davor mache, dann müsste die Hand jetzt im Fokus sein und nicht mehr Christina mit der Gesichtserkennung. Ne? Aber das geht ungefähr, weil wir ungefähr auf einer Höhe sind, aber ich bin wahrscheinlich zwischendurch hin und wieder leicht out of focus. Das ist halt so. Kann ich nicht, könnte ich schon verhindern, aber ich will auch den Hintergrund ein bisschen unscharf haben. Das ist also der Kompromiss. Aber ansonsten muss man sagen, schon ein super niedliches Bild, ne? Also die Hunde sind einfach super niedlich. Aber er ist unscharf. Ja, aber trotzdem ist es total süß. Also wenn das mein Hund wäre, würde ich es mir, glaube ich, mit trotzdem an die Wand hängen. Bei dir im Büro? Ja. Okay, das darfst du tun. Okay. Hier haben wir noch einen rennenden Hund. Das ist, glaube ich, auch ein Labrador. Oh, der ist Ingmar. Cool. Der ist cool. Der ist cool. Da siehst du ja richtig den Sand spritzen. Da siehst du jedes Sandkorn, ne? Genau. Finde ich cool. Das ist so ein richtiges Actionbild. Genau. Kann man sich vorstellen, wie er sagt, so, ja. Ja. Ins Meer. Endlich. Futternapf. Und auch da, der rennt nicht auf mich zu, muss er auch gar nicht. Dadurch, dass er seitlich rennt, streckt er sich, das ist schön. Man sieht den Sand spritzen, weil ein 1600stel Sekunde, also sehr, sehr kurze Verschlusszeit. Und dadurch sehe ich den Sand spritzen. Das würde ich sonst nicht so sehen. Also die Action voll eingefroren. Und dadurch, dass er in der Luft ist und Sand spritzt, sehe ich Speed, sehe ich Action. Finde ich gut, gefällt mir sehr gut. Mhm. Ja, könnte man nicht, also braucht man nichts. Ja, und auch so der schwarze Hund vor dem hellen Hintergrund, das ist perfekt, ne? Ja, also wirklich schönes Foto. Schönes Foto, ja. So, das waren die Hunde. Wir haben noch einen Hund drinne, zwei Hunde drinne. Einmal ihn hier, natürlich ein ganz süßer, weißt du, was das ist? Oh, das ist bestimmt so ein Australian Shepherd oder so. Könnte sein, ja. Mit blauen Augen. Gibt es einen blauen Augen? Mhm. Nee, ist gar nicht blau, ist grün. Ich glaube grün, ne? Drauf. Aber super süß. Auch schön, super schönes Licht, deswegen habe ich das ausgewählt. Nicht wegen dem süßen Hund, sondern wegen dem schönen Licht. Die Farbtöne von der Treppe mit dem Fell, das ergänzt sich wunderschöne, Komplementärfarben. Also ganz, ganz tolles Bild. Genau das könnte man machen mit einem kleinen Kind da hinsetzen, irgendwie was Braunes anziehen oder so gedämpfte Farben anziehen, Naturfarben. Wäre genauso süß. Egal ob Mensch oder Tier oder Katze oder
egal. Tolles Licht, tolle Treppe. Die Treppe, merkt ihr die Treppe. Da kannst du tolle Fotos drauf machen. Und auch einfach ein schönes Bild. Ne? Also keine technischen Daten dran, da kann ich also nichts zu sagen, aber total süß. Ja. Und also die typischen Blitzfotos, das haben wir auch gemacht. Da steht noch ein Tutorial aus. Ich bin auch noch nicht fertig mit dem Video. Das ist halb fertig. Christine hat die Fotos gemacht, aber ich habe das Video dazu noch nicht gemacht. Der Hund kann halt nicht wirklich Kekse fangen. Wir üben ist das. Besser, ist es besser geworden, ist viel besser geworden. Ja? Ja, ja. Die Frisbee fängt sie ja inzwischen auch. Ja, Frisbee ist auch ein bisschen größer als ein Keks. Ja, aber Sebastian hat geübt. Okay. Ist natürlich witzig. Es ist ein Boxer mit dem Pause-Button in dem Fall. Super beliebt, super einfach zu machen. Und super Spaß, die Hunde haben Spaß dran, gerade wenn man das mit der Familie macht, im Moment vielleicht wirklich eine Gaudi, das zu machen. Mehr so als Inspiration nochmal. Wie man das macht, gibt's dann demnächst bei mir als Tutorial. Ist, wie gesagt, fast fertig. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche, übernächste. Sowas. Um mal ganz was anderes zu machen. So, jetzt haben wir noch ein Rotkehlchen, und zwar... Oh, wow. Ne? Das ist ja toll. Ja, ganz schön. Oh, das ist ja wirklich großer Auftritt, ne? Ja. So, das müssten wir doch bei uns auch können, wenn es endlich blüht hier. Ach, ich versehe, ne? Wenn die Vögel kommen würden, könnten wir hier bei uns im Beet, könnte ich hier auf der Terrasse liegen, mein Bundeswehrzelt aufbauen. Aber mit der Katze haben wir nicht so gute Chancen, dass sich ein Rotkehlchen uns in die Blumen setzt. Die Katze ist ja nicht so aktiv. Ja, das wissen aber die Rotkehlchen nicht. Das stimmt. Also super schönes Bild. Total. Mit den, was ist das? Nee, Maiglöckchen nicht, was ist das? Ich weiß gar nicht, was das ist. Naja, mit den Enzian? Nee. Nee. Also jedenfalls mit den blauen Blumen davor. Es gibt ja nicht viele blaue Blumen. Und dann das schöne Bokeh im Hintergrund, also auch ein Tele ist es natürlich. Und dann das Rotkehlchen, das ist halt so ein richtiger Eyecatcher. Also vergiss, was ich vorhin gesagt habe, formatfüllend. Wenn ich das jetzt formatfüllend machen würde, ich schneide das mal zu. Ja, das Rotkehlchen wäre größer, aber wäre schade. Das lebt von dem Gesamtfoto. Also schön gesehene Bildausschnitt. Toll. Ganz tolles schön. Foto, ganz schön. Und nicht schwierig, halt teuer im Sinne von, das ist wahrscheinlich ein teures Objektiv, das braucht man halt dafür. Ne? Zum Vergleich dazu, da auch ein Rotkehlchen, das ist so ein typisches Foto, wie es jeder mal macht, wenn er ein neues Tele hat. Auch nicht schlecht, ich meine, der Vogel ist im Licht und so, also man kann ihn gut sehen, formatfüllend, aber hat nicht annähernd so viel Stimmung. Ne? Ja. Also im Blumenbeet, das war halt jetzt wirklich, das ist tatsächlich, ich sag das ja nicht gerne, aber das ist ein Stück weit ein Look, den man kaufen kann. Da muss man halt ein schönes Objektiv haben. Das lebt so ein bisschen davon, das Bokeh. Das ist nicht perfekt da hinten, alles ein bisschen eierig, aber stört nicht. Also schön, wundertolle Super Farben. Schön. Das wäre was für die Zielfoto gewesen. Zielfoto Tiere? Ja. Wir haben keine Tiere. Ach so, für die Tiere, ja klar. Logisch. So ein bisschen her, ja. Und wir haben noch ein Rotkehlchen. Oh, das ist auch schön. Auch schön, ne? Ja. Ja. Das ist mit der 80D aufgenommen, auf 200 mm zugeschnitten halt. Jetzt kann man sagen, okay, nicht quadratisch, dann nehmen wir das doch mal 2x3, wie es aus der Kamera gekommen ist. Fände ich besser, weil hier unten das ist sehr viel schwarz, also das halbe Bild ist schwarz. Was willst du mir damit sagen? Also da würde ich jetzt tatsächlich sagen, ja, okay, mach das, schneid auch enger zu. Das heißt, immer noch genug Pixel, du hast jetzt immer noch bei dem, was er mir gegeben hat, ich weiß ja nicht, wie viel das Original hat, immer noch 2300 mal 3500 Pixel, also immer noch relativ groß. Fände ich schöner. Und jetzt ist der Vogel auch viel dominanter. Er ist halt dunkel, Gegenlichtsituation. Klar, man kann hingehen und sagen, ich mache da irgendwie noch, zieh mal weiß ein bisschen hoch. Guck mal, kommt besser, ne? Also ja, du machst es schwarz-weiß. Nee, das wäre schade. Mach doch mal. Nee, sind ja schöne Farben. Und dann kenne ich auch nicht mehr, dass es ein Rotkehlchen ist. Also die Farben sind schon schön. Also ich habe nichts gemacht, außer den Weißregler hochgezogen. Es ist ein bisschen düsteres Bild gewesen. Und mit dem Weißregler kannst du dem so ein bisschen Farbpack geben. 640 Sekunde, dadurch nicht verwackelt. Schön, sehr schön gesehen. Mhm. Und das ist das 200 mm 2.8. Das ist natürlich auch ein teures Objektiv. Das sieht man halt schon auch. Also schön gesehen, Felix. Der Felix hat dazu geschrieben, er hat mehrere Abende da Futter auf den Ast gelegt und gehofft, dass da ein Vogel kommt. Also er hat ein bisschen Geduld gehabt. Das ist wahrscheinlich bei ihm im Garten, das weiß ich nicht. Tiere anfüttern ist immer sehr umstritten und so. Andererseits bei uns im Garten hängen auch Vogelhäuser. Ja. Da finde ich das eigentlich ein bisschen ein Stück weit okay. Ja, klar. Das ist was anderes als Hackfleisch irgendwo hinzulegen für die Bussarde. Oder für die Wölfe. Das ist absolut ein Logo. Ja. Ja. Aber ich glaube, Vogelfutter im eigenen Garten ist okay. So, das waren die Rotkehlchen. Dann ganz was anderes. Rat mal, wie er das gemacht hat.
Aus dem Hubschrauber. Nee, keine Ahnung, mit der Drohne? Nee, nicht mit der Drohne. Mit seinem Fernglas. Und zwar hat er sein Handy an sein Fernglas gehalten, dachte er. Der Tillmann. Das geht? Weiß ich nicht, wusste ich nicht. Aber scheinbar geht's. Ach, krass. Ja. Also da ist kein super, super schönes, technisch super schönes Foto. Man sieht das Rauschen von dem Handy und so natürlich. Ne, ist nicht super scharf. Aber wusste nicht, dass es geht, so als Idee. Und jetzt könnte ich das freischneiden und quasi das Runde wegmachen, wenn ich das möchte. Ne? Das habe ich halt, irgendwie muss halt genug Platz lassen. Dann könnte man natürlich sowas machen. Und schon hat ein Handyfoto mit Superzoom. Wusste ich nicht, müssen wir mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, wo mein Fernglas ist. Also mehr so als kreative Idee zu sagen, ja, sowas geht auch. Weil ich das nicht wusste, ne? Weil ich das nicht wusste. So, na Mensch. So, und jetzt haben wir Haustiere, haben wir noch von vorne ein Pferd. Was meinst du zu dem Tilm, der Jörg? Wer kennt 7D? Ach, finde ich schön. Ist das eine Decke? Ich habe vorhin schon überlegt. Nee, oder? Das ist die Sattellage, die wird da nicht mit geschoren. Und der Rest vom Pferd ist geschoren. Und das wird praktisch wie so ein Polster noch gelassen. Deswegen, okay. Aber schön, so alles mit Schnee und. Das weckt Erinnerung an die Kindheit, so. Ne? Als es noch Schnee gab. Oder? Ja. Ja, wenn du so willst, ja. Naja. Was ist mit dem Zaumzeug? Hat man das abnehmen sollen? Nee. Na, ist egal. Also ja, wenn er auf der Weide steht, kann man das. So ein bisschen Geschmackssache, glaube ich. Aber sieht doch schön aus. Ja, also Stimmung, auch ein schönes Pferd, glaube ich. Mhm. Ich kenne mich da nicht so aus, aber... Ein Haflinger. Haflinger, okay. Also schönes Pferd. Und mich stört das Zügel jetzt ein bisschen. Wahrscheinlich ist er da angebunden oder steht eine Person und hält sie. Muss man vielleicht auch, dass er nicht wegrennt oder so. Ne? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, je nach Pferd. Je nach Pferd. Und nach Reiter, oder? Hm? Und nach Reiter, oder? Je nachdem, wie man sein Pferd im Griff hat, oder nicht? Ja. Ja, es gibt auch welche, die stehen bleiben auf Kommando. Okay. Aber sonst schön, schöne Stimmung. Und er hat dazu geschrieben, er ist auf dem Weg zur Arbeit gewesen, hat die schöne Stimmung gesehen und gesagt, jetzt fahre ich nach Hause und fotografiere mein Pferd. Also hat die Arbeit geschwänzt, weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch später ins Büro gefahren. So, gehen wir bei der Reihenfolge nach da. Jetzt haben wir hier so einen Moschusochsen. In Norwegen von dem Dennis. Wow. Schön, ne? Ja. Die sind halt echt cool im Moschusochsen. Der passt ja perfekt da in die Landschaft, ha? Ja. Ich wäre so gerne diesen Frühling hingefahren. Weil hatte es schon so halb geplant, aber nur so halb und das darf ich ja nicht. Naja, also super schön. Ich bin mir nicht sicher mit den Farben. Ich finde, es sieht komisch nachbearbeitet aus, hat irgendwie einen Farbstich. Ich glaube nicht, dass es... Was? Echt? Das Grün ist irgendwie nicht richtig grün. Ja, es ist wahrscheinlich so gedreht, damit das passt, das Fell und so, aber es hat diesen komischen Rotstich. Vielleicht ist es so, vielleicht ist es echt. Ich hätte gedacht, das ist echt. Okay. Ich finde, das sieht toll aus. Okay. Also habt ihr den gleichen Geschmack. Vielleicht, also dann bin ich vielleicht falsch. Ich finde, da fehlt ein bisschen Grün. Es dürfte ein bisschen Grün nicht sein, alles. Nee. Lass mich mal gucken. Aber es ist halt die JPEG-Datei, da kann ich jetzt nicht so viel machen. Naja, okay. Es ist irgendwie so ein komischer Sepia-Look drauf, finde ich. Das war bestimmt total unbearbeitet. Und genau so sah es aus. Okay. So stelle ich es mir vor. Also, dann stellen wir uns das jetzt so vor. So, dann haben wir, und zwar Stefan aus Arosa, der ist Tierpfleger und es gibt das Bärenland gibt es da und der pflegt also quasi die Bären da. Ich weiß nicht, ich habe es nicht gegoogelt, was Bärenland heißt, ob das ein Park ist oder ob der frei ist. Kenn ich auch gar nicht. Ist einer von diesen zugelaufenen Bären da in Arosa. Also ich weiß nicht, ob der wild ist und da nur irgendwie gehegt wird, das weiß ich nicht. Aber cooles Bild. Einfach auch die Berggeschichte und halt der Bär sieht halt recht groß aus. Durch die tiefe Perspektive sieht der Bär größer aus. Wieder, man könnte sagen, ja, aber Format füllen wäre besser, aber, pass mal auf, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde das so machen, dann würde der Bär noch dominanter sein natürlich, aber ich verliere diesen Bergblick. Ja, das wäre dann auch schade. Also von so her, Stefan, gut gesehen. Na, was mache ich denn hier? Also wirklich gut gesehen. Gut gesehen mit dem Hintergrund. Sehr der ist halt ausgebrannt, der Himmel da hinten, aber das stört mich jetzt in dem Fall auch überhaupt gar nicht. Ist halt Morgenstimmung und so weiter. Auch mit dem 70-200er übrigens. 70-200er für viele Tiere eine sehr gute Wahl, vor allem für Haustiere natürlich, wo man nah rankommt. Also tolles Bild. Dann haben wir noch ein Pferd von dem Benjamin. Das ist seine Freundin mit ihrem Pferd. Finde ich total schön. Schön, ne? Guck mal, die haben dieselbe Haarfarbe. Und dann ist so schönes Licht. Also ich weiß, du magst das immer nicht so fleckiges Licht, aber in dem Fall finde ich, ist die Sonne auf dem Auge des Pferdes und auf ihren Augen oder auf dem einen. Und das
Passt total schön, finde ich sehr harmonisch. Ja, finde ich auch. Also gefällt mir sehr gut, Benjamin. Sehr gut gemacht. Genau, wie du sagst, darauf achten, wenn Leute im Wald sind, gibt es immer fleckiges Licht. Das sieht häufig doof aus, aber in dem Fall ist es schön, weil die Augen im Licht sind und es gibt dem ganze Stimmung, auch die Farben. Das Laub und das Pferd und die Haarfarbe von der Frau. Und sie hat jetzt auch nicht was Quietschgelbes oder Blaues an. Das würde stören. Aber mit dem Rosanen, das harmoniert noch gut genug, dass es insgesamt einfach ein schönes Bild ist. Und sie sieht sehr nett aus. Das trägt natürlich auch dazu bei. Also schönes Foto, toll. Benjamin. Hat sie bestimmt Freude dran. Nebenbei 56 mm an der 6400 von Sony. Aufblende 1,4. Aufblende 1,4 trotzdem absolut scharf genug. Auf 1,4 ist es natürlich nicht super scharf, aber absolut scharf genug. So für diejenigen, die immer um Schärfe, also es ist scharf. Schärfer müssen Gesichter wirklich nicht sein. Also trau dich ruhig auch, das mal offenblendig zu machen, wenn dein Objektiv das hergibt. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch die Schafe. Die sind in der Nähe von München aufgenommen. Nee, das waren andere. Die Schafherde von seinen Eltern, von dem Jannis mit der A7-2. Was sagst du dazu? Ja, so dieser graue Look, dann denkt man direkt, das ist kalt gleich, und windig. Ne? Passt irgendwie ganz gut. Ja. Wieder die Füße halt so ein bisschen abgeschnitten. Ja, müsste man nicht machen. Aber jedenfalls so ganz typisch Schaffoto und ein bisschen grauer Look, das kommt gut. Also gut gesehen, Janis. Zum Vergleich dazu, Schafe habe ich zweimal. Wo sind die anderen? Da. Das ist bei München aufgenommen. Und das ist ein typisches Foto, was mir nicht so gefällt, weil da kein Schaf irgendwie dominant ist. Das eine guckt mich vielleicht noch an. Hier ist ein Schaf und seine Herde. Und hier ist eine Schafherde, aber ich weiß nicht, wo ich hingucken soll als Betrachter. Ein Teil ist unscharf, die laufen aus dem Bild raus und so. Ganz typisch, die läuft an einem vorbei und man macht schnell ein paar Fotos. Wenn das hier sieht gezielter aus und das ist ein schönes Bild, wenn die Füße drauf wären. Wenn das hier so ein bisschen so, ja, so die Schafherde, ne? So ein bisschen so... Ja, ich mag Schafe. Also ich finde das Bild auch eigentlich ganz schön, aber das ist wieder Geschmackssache. Ne? Ja, nee, ist gut. Also farblich und so weiter passt gut, auch alles gut abgestimmt. Ich weiß, dass es schwierig ist, weil hier auch häufig Schafherden halt rumlaufen. Also der Tipp, meine Anregung wäre halt, versuch ein, zwei, drei Schafe so dominant zu finden wie hier. Gibt dem Ganzen meiner Meinung nach mehr Bild, mehr Effekt, aber wenn du sagst, ist egal. Also mir gefällt das Bild da unten auch. Es wäre halt noch schöner mit so ein bisschen mehr Morgenstimmung oder so goldenem Licht oder irgendwo ein bisschen Sonne. So vom Licht könnte es interessanter sein, aber sonst gefällt es mir auch. Okay, also sehr gut. So, dann haben wir hier noch einen Eisvogel, den habe ich ausgewählt, weil der David wahrscheinlich lange da saß, die XT2. 125. Der hat er wahrscheinlich Angst gehabt vor ISO 2000. Das Bild ist unscharf im Sinne von verwackelt. Das muss fast so sein. Tiere, habe ich gesagt, 250. Minimum. Gerade sowas wie der Eisvogel, die so super hektisch sind. Kurze Verschlusszeiten. Ignoriere ISO. ISO ist egal. Ein verwackeltes Bild mit wenig Rauschen nützt dir halt auch nichts. Sonst wäre es cool. Also finde ich sehr schön mit dem verwaschenen Laub da und so. Ja, also sonst wäre es... Also es ist ein schönes Bild, das leicht bewegungsunscharf ist. Ja. Nicht falsch verstehen, David. Und im Original ist hier so ein dicker schwarzer Balken. Das ist wahrscheinlich ein Ast davor oder sowas. Den hätte ich weggenommen, ganz ehrlich. Nimm den noch weg. Dann, weil der stört schon, das stört einfach ein bisschen. Ich zeig's nochmal. Dieser große schwarze Bereich, der stört so ein bisschen, weil der sehr dominant ist und sehr groß ist. Das hier was unscharf davor ist, ist schön. Aber das hier ist doch irgendwie ein bisschen too much, finde ich. Meine persönliche Meinung. So, bevor wir zu den Katzen kommen, haben wir hier noch einmal Vögel. Oh, wow. Man sieht fast nicht, was es ist. Ich hätte es fast direkt gelöscht. Dann habe ich nochmal ein zweites Mal hingeguckt und gesagt, oh wow. Laurent. Das ist einfach ein bisschen Laurent wahrscheinlich, ne? Ein bisschen sehr dunkel. Ein bisschen dunkel. Ich würde es mal zwei bis drei Blenden heller machen. Dann ist es sehr schön. Wahrscheinlich auch ein starkes Tele. Jetzt sieht man auch, dass es ein Nest. Ah, das ist ein Storchennest. Genau. Toll. Und da saß er wahrscheinlich auf der Lauer. Und die beiden drehen sich ja den Rücken zueinander zu, aber es gibt fast so eine Herzform. Das trägt dazu bei. Und hier hinten sind halt einfach Bäume, die halt jetzt super unscharf sind und ganz, ganz schön. Also abstrakt fast schon, ne? Irgendwie so eine Kohlezeichnung. Super schön. Und da dürfte man jetzt auch nicht ausschneiden, oder? Das finde ich ist gerade gut mit dem ja, genau, mit diesem sehr Bild guter Punkt. Wenn ich da jetzt eng rangehe und sage, ich will jetzt wirklich nur die Störche, dann ist es ein langweiliges Bild. Das lebt tatsächlich davon, von diesem abstrakten Charakter, der kommt durch die Bäume da hinten. Die habe ich nur deswegen, weil ich die da drin habe.
Also Laurent hat das sehr schön gesehen. Auch die Nachbearbeitung mit diesem fast Sepia-Look finde ich sehr schön. Gefällt mir super gut. Einfach 3 Blenden zu dunkel. Aber es ist natürlich schwierig, da mit Automatik oder sowas zu arbeiten. Ich habe keine technischen Daten, ich weiß nicht, welche Kamera und so weiter. Es ist starkes ISO-Rauschen drin. Aber das wäre mir egal. Macht das Ding heller. Da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Histogramm. Das Histogramm hiervon, wenn ich das wegnehme, das Histogramm geht nicht mal bis zur Mitte. Das ist fast immer falsch. Meiner Meinung nach. Aber super, super schön gesehen. Also wirklich sehr lange nicht mehr so ein cooles Bild gesehen, wo ich sage, oh wow. Also wirklich Eyecatcher. Mhm. So, Christina, für dich haben wir noch Katzen. Her damit. Der Bär. Oh. Da würde sich unsere Katze sofort in die Hosen machen, glaube ich. Unser Hund auch. Wow. Ja, der Hund auch, der ist recht. Ja, aber toll mit diesen leuchtend grünen Augen und dem grünen Gras. Das finde ich richtig schön. Mhm. Mhm. Ja. Das ist die A7R3, ISO 800, 100 mm, 100 mm auf 2,8, ja, 5, Blende 5, ganz wichtiger Punkt vielleicht noch. Guck mal hin, das ist super scharf und auch gut geschärft und so. Der Hintergrund ist unscharf, der ist schon Autofokus, trotz der Blende 5. Man muss nicht immer maximal offener Blende arbeiten, weil bei der Katze war er jetzt nah dran. Wenn er weiter weggehen würde, könnte die Blende weiter aufmachen. Also schön gesehen, dass man die Blende eben ein bisschen zumachen muss. Hier ist der Schwanz ganz leicht abgeschnitten, stört überhaupt gar nicht. Also tolles Bild. Also grüne Augen, wo man gleich irgendwie hypnotisiert wird. Echt cool. Ja, wirklich cool. Oder? Haben wir noch eine Katze? War noch bei nicht mehr irgendwas? Nee, das Wasserkatzen. Dann haben wir, glaube ich, alle durch. Der Daniel mit der Spiegelung noch ein ganz schönes Bild. Oh, was ist denn das? Bodensee. Schnabeltier, keine Ahnung. Irgendwas. Ein Schnabeltier. Aber ich weiß es nicht. Schnabelläufer, keine Ahnung. Er läuft an Schnabelläufer. So wird aber sieht schön aus, ne? Schön. So richtig Morgenstimmung, goldenes Licht. Goldenes Licht und so richtig minimalistisch. Perfekte Spiegelung. Ich hoffe, das ist nicht gefotoshoppt, sondern das war so super schön. Man stellt sich vor, man sitzt da auf der Lauer und kein Lüftchen regt sich und Wasser ist total spiegelstill. Und dann kommt der Vogel da durchgelaufen, bei ein Tausendstel, am Bodensee aufgenommen, wie gesagt. Also ganz, ganz tolles Bild, Daniel, mit der T7500 auf 600 mm, also super Tele. Super Tele ist natürlich, hat auch den Vorteil, wenn da jetzt drumherum Schilf und so weiter ist, kann man mit dem Tele natürlich sehr schön einen kleinen Bereich aussuchen, wo halt mal gerade das Wasser ruhig oder sauber ist oder so und gerade mal keine Steine drin und so. Also sehr schön, auch sehr schön nachbearbeitet, Daniel, also tolles Bild. So, ich glaube, wir haben alle, die ich jetzt hier ausgewählt habe. Ja, haben wir alle. So, also, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also, Tipps für Tierfotografie. Gehe tief runter, wenn das Sinn macht, oder geh bewusst hoch, je nachdem. Aber meistens ist es besser, du gehst tief runter. Augenhöhe von dem Tier, so wie bei Menschen auch Augenhöhe. Dann kurze Verschlusszeiten. Achte auf das Licht, das nicht so wie hier bei dem Wolf, der Wolf im Schatten liegt, sondern der Wolf im Licht liegt halt natürlich. Dann, wenn du Action zeigen willst, wie hier bei dem Labrador, Action zeigen willst, sehr, sehr kurze Verschlusszeiten, dadurch sieht man Sandspritzen und so weiter, je nachdem, was man da hat. Formatfüllend arbeiten, es sei denn, du willst bewusst nicht formatfüllend arbeiten, aber wirklich bewusst die Entscheidung treffen, ich will die Umgebung mit drauf haben, so wie hier bei dem Bären, die Umgebung ist wichtig. Während bei dem Labrador hatten wir gesagt, die Umgebung ist halt nicht so wichtig. So hier, der Wald ist nicht so wichtig, ein Stück weit schon, aber bei den Storchen ist die Umgebung super wichtig. Und ansonsten süße Tiere halt. Also es hilft, süße Tiere zu haben, so wie er hier. Und Umgebung kann halt auch, so wie da, haben wir gesagt, das lebt von der Umgebung. Das ist ein wirklich knaller Foto. Wirklich schön. Und farbenfroh, aber gedämpfte Farben halt. Also gerade diese Orange-Blautöne, Grüntöne. Wirklich ein Eyecatcher. Ganz toll. Wenn du Mensch- und Tier fotografierst, so wie bei dem Benjamin, achte auch da ein bisschen auf Farben. Also wie ich gesagt habe, sie kein blaues Oberteil anziehen lassen, sondern was ungefähr so in die Richtung geht. So wie hier auf der Treppe, wenn du dein Kind hinsetzt, dann halt eben die Erdfarben anziehen lassen und nicht was quietschblau-rotes oder sowas, sondern so gedämpfte Farben, trägt total dazu bei. Setz eine Idee um, so wie hier mit der Hand oder hier mit der Hand, selbe Idee, aber komplett anders umgesetzt und sehr schön beide Varianten sehr schön gemacht. Ich glaube, ich habe alles Wichtige noch gesagt. Ne? Ja, alles. Also, ich hoffe, das war hilfreich und nützlich. Ganz viel Spaß mit deinen Tierfotos, die du ja hoffentlich jetzt auch zu Hause machen kannst im Moment. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, war gut. Ja. Oder? Hast du mit Absicht nochmal alles wiederholt am Ende? Ja. Okay. Nochmal zusammenfassen. Okay. Fazit und so. Gut. Habe ich mal so gelernt.
Bei der Bundeswehr. Ja, ernsthaft. Ausbildung zum Ausbilder. Alles klar. Ich habe ein halbes Jahr lang Ausbildung zum Ausbilder gemacht. Ja. Vorträge geübt und so weiter und Schema und so. Und deshalb, das erklärt einiges. Ja, im positiven Sinne. Ist gut. Ja, fertig. Achso, ich muss stoppen. War besser, ne? Aber gut.